Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Bude. Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel. Erstmal geht's jetzt in die Wasserfallhöhle, nachdem im letzten Part der Expedition geendet hat. Hier sind jetzt einige neue Dungeons verfügbar. Und zur Schroffküste will ich auch noch. Irgendwann mal, weil Seemobs! So, aber erstmal habe ich in der Wasserfallhöhle Aufträge und hoffe, dass es nicht wieder so ein Abfuck wird. Ja, das kann Vulpix durch seine neue Fähigkeit mir jetzt sagen, wie viele Items es auf einer Ebene gibt. Und einen Apfel sollte ich mal mitnehmen, habe ich bei der Expedition schon bemerkt. Da hatte ich hier schon mal Hunger. Ich glaube sogar, wenn ich die Geheimstufen nicht gefunden hätte, wäre es knapp geworden, wo ich einen Magen voll auffüllen konnte. Was für ein Samen ist das? Lodek muss da hinten warten. Ja, komm. Ich weiß zwar nicht, wie der jetzt plötzlich hier runterkommt, aber... Nur zwei Items. Lame. Das ist immer noch das Unnötigste im Spiel. Oh nein, die Pokémon hier sind so stark. Eins der Items ist also Geld. Ja, du hast es, ich weiß es. Easy One-Hit. Noch ein Item auf dieser Ebene. U4, U6 und eine zufällige Ebene sind die, die ich suche. U3 ist nicht die zufällige, die ich brauche. Ich esse dich. Ohne Box. Boxen sind immer ganz cool. Ich habe im letzten Part sogar direkt fast als zweites das Item für Vulpix bekommen. Das ist so ein Glück. Als zweites Pokémon-Item. Ein Graugummi war dazwischen. Oh, Level 16. Aber wie ich schon mal gesagt habe, Entwicklung, ne. Boah, ganze 5 Poké-Dollar. Ich esse euch alle aus dem Weg. Ich finde mal wieder die Treppe nicht. Wer hätte es gedacht? Hatten wir in der Wasserfallhöhle ja noch nie. Ich meine... An die Wasserfallhöhle. Da hat man doch nur gute Erinnerungen, wenn man dieses Let's Play gesehen hat, oder? Ja, ich wollte gerade sagen, warum wird nicht angezeigt, dass es eine Zielebene ist. Hier war es Rette Weberak. Und töte Felino. Tschüss. Ich hab Lodecke abgehängt, haha. Wo ist ein Felino? Ja, nee, hier ist der Weg weiter. Oh, scheiße. Lodecke. Digga, kann das Ding sich nicht in meiner Nähe verirren? Mensch, warum verirrt sich das weit weg von mir? Wie kann man so doof sein? Mann, Lodecke, warum benutzt du keinen Ruckzucki? Sag mal, das triggert mich gerade. Ja, jetzt! Cool! Ah, gut, ich schlaf nicht lang. Ich sag euch, das Ding ist wieder im letzten Raum, in dem ich suche. Alleine mit der Begründung. Hä? Ich hab nicht mal nach oben gedrückt. Die einzige Begründung, warum das schon so ist, ich bin in der Wasserfallhöhle. Hi. Ah, hier ist er. Hi. Nee, das bleibt hier. Ich aber auch mal, dass ich meine Belohnung dann bekomme. Nur ich verlasse den Dungeon nicht. Ich weiß jetzt zum Glück, wo die Treppe ist. Achtung, da hinten ist Lodecke, schnell nach oben. Boah. Ein Feuer-Pokémon kämpft gegen ein Wasser-Boden-Pokémon und es hat keine Chance. Ja, gut. Ah, hier ist das zufällige Ziel. Das war... Suche nach Pinsir. Oh nein, ich habe jetzt schon gesehen, dass ich keinen Bock auf den Ganoven habe. Gastrodon hat mir schon bei der Expedition Beliebersamen geklaut, weil es mich verwirrt hat und Verwirrung in diesem Spiel komplett OP ist. Es gibt viele Sachen in diesem Spiel, die einfach OP sind, bei denen man nicht damit rechnet. Schön. Hallo. Schöner Treffer. Oh, cool.
Das Ding ist so schlecht, habe ich gerade gesehen, dass es mir einfach keinen Schaden gemacht hat. Da stand nicht, es trifft nicht, sondern ich nehme einfach keinen Schaden. AP-Sparer, das heißt, er wird keine Attacken nutzen. Ich glaube, das ist nur, wenn sie gelingt sind. Ich muss das mal gucken. Oh nee, das Pokémon wendet gelegentlich Attacken an, ohne AP zu verbrauchen. Das ist ja noch cooler. Und Leute, wer hätte es gedacht? Ich werde mal wieder von dem Dungeon getriggert. Ich liebe die Wasserfallhöhle. Ich liebe diesen Dungeon. Apinsia, hi. Ja. Gut. Jetzt noch zum Gangster. Nee, nicht verlassen. Fortsetzen. Ja. Pff, Slimer ist tot. Und hier runter, zack. Hier hin. U6. Ich sag ja, das Ding muss ich hier jetzt kaputt bauen. Komm, Angriff. Das Ding macht nicht so schlechten Schaden. Ich glaube, ich sollte auch ein bisschen häufiger, habe ich das Gefühl, Items verwenden, die Gegner irgendwie paralysieren oder so. Bei Groudon habe ich es ja gemacht. Das war wirklich schwer. Im Ernst, wer war jetzt schwerer? Groudon oder das Ding? Ja, ich verlasse den Dungeon. Habe auch Hunger. So. 3 Missionen geschafft. Gut. Ich bekomme halt wieder nur 220 Punkte. Das ist der Gangster. Kriege ich 250 und 30 Punkte und Silberrang. Jetzt kann ich 200 Items lagern und habe einen Zink bekommen. Und ich habe Pinsel gefunden, bekomme ich 220 Punkte. Gibt's was zu essen? Schön. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Items man im Goldrang lagern kann. 400? 500? Schließe ich nicht aus. Ja, packen wir morgen wieder an. Hey, das ist auch ein neuer Text. Digga, das ist so eine Innovation. Die Texte wurden minimal verändert. Ja, ich wusste. Eigentlich immer, wenn der Mond so angezeigt wird, passiert irgendwas. Boss, auf der letzten Expedition haben wir wirklich unser Fett wegbekommen. Also vor allem du, weil ich bin ja nicht gerade fett. Hehe. Ach, Knullup hat uns einen Rest gegeben. Und ich denke nicht dran, das zu vergessen. Ich will Rache. Die eine oder andere Weise, ganz egal wie. Aber ehrlich zu sein, wir haben keine Chance gegen Knuddelhoff. Ich bin so wütend, das frisst mich auf. Aber okay, eigentlich fresse ich es auf, weil ich bin verfressen und fett. Es muss einen Weg geben, es ihm heimzuzahlen. Hey, ich würde lieber nur auf Schwächlinge rumhacken. Hey, wie wär's, wenn wir uns die an den Schwächlichen von Team Runde Ecken rächen, anstatt an Knuddelhoff? Ja, ausnahmsweise mal eine gute Idee. Ich wusste gar nicht, dass du sowas kannst. Ich muss kurz die Kamera richtig schieben, weil jemand gegen den Stuhl gestoßen ist. Wo ist der Übeltäter? Haha. Und wir wissen ja, dass Team Runde Ecken aus Lappen besteht. Es ist an der Zeit, einen Plan zu schmieden, Jungs. Ja, die Lappen sind wir leider noch nicht los. Wäre mir auch recht gewesen, aber wenigstens sind sie nicht in der Gilde. Jetzt hat er wieder einen normalen Text. Aufstehen! Beim letzten Mal, als er uns geweckt hat, hatte er was anderes. Ja, ich speichere einfach mal. Schadet ja nicht, wenn das Self-State irgendwie mal was schief geht. Und weiter. Okay, mal wieder Zeit an die Arbeit zu gehen. Ja. Bevor ihr halt mit eurer Arbeit beginnt, ich möchte, dass ihr eine Besorgung macht. Eine Besorgung? Ja, eine Besorgung. Geht zum Keklemarkt und fragt die Besitzer, ob sie vorhaben, perfekte Äpfel ins Sortiment aufzunehmen. Ja, wir sind das fragen beim Keklemarkt. Genau, habe ich ja auch gar nicht gesagt. Der Gildenspeicher fasst reichlich perfekte Äpfel. Zumindest wäre der Platz. Doch der Gildenmeister plündert die Vorräte heimlich, wenn jemand hinsieht. Und ihr wisst, was passiert, wenn der Gildenmeister ohne perfekte Äpfel auskommen muss. Aber eine frische Ladung zu besorgen ist jedes Mal wieder eine Schufterei. Ständig Akunos-Teams in den Apfelwald schicken, wenn der Vorrat alle ist. Einfach zu viel Arbeit. Ja, also der Keklemarkt perfekte Äpfel im Sortiment hätte, könnten wir sie dort kaufen. Genau!
Alles klar, wir machen uns auf den Weg zum Kettlermarkt. Gut, das wäre also erledigt. Ja, ist jetzt nicht gerade eine spannende Mission. Ich glaube, danach muss ich auch noch eine normale Mission machen. Aber erstmal starte ich das Video neu und ich habe nach der Aufnahme keinen Save gemacht. Geil.